der Vorhand würde ich den Andrei Rublev nehmen. Weil der hat so einen schnellen Arm. Also ich habe mit dem auch trainiert in Turin. Und da tätscht es einfach nur ein. Bei der Rückhand nehme ich Novak Djokovic, weil der bleibt einfach mit dem Oberkörper so ruhig, damit er nur mit den Armen den Ball schnell machen kann. Aufschlag nehme ich Riley Opelka. Vom ersten Aufschlag Riesenbombe, zweiten Aufschlag serviert er mega, mega geilen Kick. Und ja, also er ist auch gross. Und ja, nehme ich ihn. Bei der Variabilität würde ich Grigor Dimitrov nehmen. Er sieht so ein bisschen aus, als. Also er gibt sich auch so auf dem Platz ein bisschen, damit er immer weiss, bei welchem Ball, also welchen Ball das er spielen muss. Und ja, ich glaube, der wäre der Richtige für das. Beweglichkeit nehme ich Gael Monfils. Der ist in der Defense ist er einfach ein Monster. Der grätscht auf jeden Ball, den er noch erreichen kann und spielt dann trotzdem noch ins Feld rein. Fitness würde ich Carlos Alcaraz nehmen. Der war ja letztes Jahr auf einem Titelbild gewesen, glaub von Vogue oder so. Und also, das sehe ich schon eine Maschine. Also mit dem Spielverständnis nehme ich den Sebastian Korda. Bei ihm sieht es einfach so einfach aus und weiss genau, in welcher Situation, egal in welcher Situation das er eigentlich ist, weiss er genau, welchen Ball das er spielen muss. Und er wirkt nie hektisch auf dem Platz. Von der Mentalität her nehme ich den Rafa. Er zeigt auch zum Beispiel, wenn es jetzt windet oder regnet, er weiss immer, was er zum tun hat und dass er die Match noch gewinnen kann.